Das in der Mitte, ich will ich sein. Das war eine grandiose Aktion von Ricke, die nämlich einfach gesagt hat, das war zur Bundestagswahl 2002. Wo einem, wie üblich und wie vielen Leuten es so geht, kurz vor der Wahl, was heißt kurz vor der Wahl, das war schon ein bisschen vorher, einfällt, eigentlich will man keinen von diesen Politikern wählen. Was macht man? Man stellt sich einfach selbst zur Wahl. Da hat man zumindest ein Kreuz an der richtigen Stelle gemacht. Dass das nicht einfach, aber machbar ist, hat der Ricke gezeigt. Und ich bin stolz, sagen zu können, dass ich damals im Kompetenzteam gewesen bin. Leider hat es nicht ganz, ja... 322 Stimmen, 0,23%. Ja. Ja. Weil wenn man die Zahl 322 richtig zu deuten weiß... Und die 0,23. Ne, dann frag ich mich. Ja. Und das Letzte ist halt die Artifacts Weihnachtskarten. Ich dachte, das wäre letztes Jahr, das ist schon jetzt 2 Jahre her. Artifacts ist eine Reihe von Aktionen, wie soll ich das sagen? Kleinkunstabende, die im Lux in Ratingen stattfinden, mit Lesungen. Und wir hatten anlässlich dieser Weihnachtsaktion, dieser Weihnachtslesung, habe ich halt diese neuen Karten gestaltet. Der Erlös, der vom Verkauf, ist halt an 50-50 gespendet worden. Weil wir uns gedacht haben, Weihnachten ist einfach immer so eine Zeit, wo man dran denken sollte, dass es verdammt viele Leute gibt, die sich draußen echt den Arsch abfrieren. Und gerade in den letzten Tagen war das halt wieder so ein bisschen, wo ich gedacht habe, verdammt, ich sitze im Warmen, es gibt echt viele Leute um die Ecke, die es nicht tun. Ja, leider ist nicht wirklich viel bei rumgekommen, aber 50 Euro sind, glaube ich, 20 verkaufte Zeitungen oder sowas, von daher passt das auch. Ja, die restlichen Bilder hängen im großen Raum, deswegen bitte folge. Ja, korrekt. Wie gesagt, das sind Werke neueren Datums. Ich würde mal sagen, digitale Illustration. Weil irgendwann, als der Rechner mal wichtiger wurde, als er aber gemerkt hat, man kann mehr machen als nur spielen. Es ist mir aufgefallen, dass mit einem Grafiktablett, das heißt mit einem großen Tablett und einem Stift, mit der Maus ist das immer so eine Sache, halt auch zeichnen kann, wo zum Beispiel die Mühe machen, die Sachen irgendwie auf Papier zu packen, aufwendig zu scannen, die Farben zu bearbeiten, wenn ich es vielleicht in den Rechnerstall packen kann, weil es von da aus heutzutage immer rausgeht. Einfach eine Erfahrung, die ich halt auch machen musste. Heutzutage wird halt alles digital, Druckvorlagen etc. Das erste, die Black Beauty, ist ein Foto, das ich aus der Max habe. Das war irgendwie, ich bin kein Max-Leser, ich weiß auch nicht mehr, wann ich diese Zeitschrift in die Hand bekommen habe. Es war ein ganzseitiges Foto von halt einer schwarzen Frau in Pose, in so einem Sepia-Ton. Das habe ich einfach, wie gesagt, auch aufwendig gescannt, habe die Rasterung versucht rauszukriegen und habe das Ganze einfach mit den Farben ein bisschen gedreht, um das so einen psychedelischen Effekt bekommt. Der Kopf sitzt übrigens nicht an der Originalstelle, beziehungsweise die Haare sind halt auch so ein bisschen geändert worden, sodass es halt eben zentrierter ist. Das daneben ist auch digital illustriert mit Photoshop CS2, den ich glücklicherweise 30 Tage benutzen durfte.
bevor dann ja meine Probezeit abgelaufen war mit dem Programm. Probezeit. Ja, der Track hat nicht funktioniert, das war irgendwie doof. Hättest du mich gefragt. Ja, es ist halt auch eben mit dem Grafiktablett gezeichnet irgendwie, mit ein paar Effekten versehen und ist als Anlehnung an Edvard Munch. Wer weiß, vielleicht wird es ja auch geklaut. Ich wäre stolz. Das daneben, das ist ein Bild, das man eigentlich in zwei Positionen sich anschauen muss, und zwar einmal von weit weg, so wie hier. Man denkt, nettes Foto. Wenn man allerdings zwei, drei Schritte Abstand sich das betrachtet, sieht man, dass das tatsächlich gezeichnet ist. Also ja, muss man einfach nah rangehen, dann sieht man es. Das letzte, was so ein bisschen im Schatten ist, da sage ich auch nichts zu. Ja, und auf der anderen Ecke hängen halt auch noch zwei A3 Fotos, Fotos sage ich jetzt schon, zwei A3 Bilder, die ich 2000 gemacht habe, und zwar für meine Mappe, für die Bewerbung an der Uni. Ja, ich bin genommen worden, von daher scheinen sie nicht so schlecht zu sein. Das sind auch Bleistiftzeichnungen. Ja, das war's schon. Eigentlich wollte ich noch einen Film zeigen. Aber das hat aber nicht funktioniert, weil mein Prof, der für DVD Outpowering zuständig ist und mir sagte, ach, das ist eine Sache von 5 Minuten, DVD zu brennen, der hatte letzten Donnerstag krank gefeiert und ich stand da und ja. Somit gibt es die DVD am Ende des Semesters. Also, wer Interesse hat, kann sich bei mir melden, dann zum Selbstkostenpreis. anstatt einem Ausstellungskatalog, dann mit allem und noch ein bisschen Bonusmaterial. Den politischen Sachen, die ich mich nicht getraut habe auszustellen, und all den anderen derben Shit, den man so in der Öffentlichkeit nicht zeigen kann. Ja, das war's. Und jetzt fragen. Sister too, who are you, my still?